In Berlin arbeiten über 9000 Menschen in der Clubszene, das heißt, es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Wenn du dann nicht ein sehr gut aufgestelltes Team hast, Studien vorweisen kannst, Zahlen hast, Umfragen machen kannst mit deinen Stakeholdern, dann bist du einfach ganz hinten in der Nahrungskette. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn Menschen sagen, sie haben jetzt gerade ein YouTube-Video gesehen und können sich jetzt da öffentlich dazu äußern. Tonspion. Happy Endzeit. Diese Folge wird präsentiert von Sennheiser. In diesem Jahr wird der Audiospezialist bereits stolze 75 Jahre alt. Seit der Gründung hat Sennheiser das Ziel, die Zukunft der Audiowelt zu gestalten und mit innovativen Produkten und Lösungen einzigartige Sounderlebnisse für Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Berühmt ist Sennheiser vor allem für seine exzellenten Kopfhörer, die es längst schon auch mit Noise-Canceling-Technologie gibt. Ja, und auf der Website von Sennheiser gibt es neben Meilensteinen aus der Unternehmensgeschichte vor allem auch, und das finde ich sehr, sehr spannend, persönliche Geschichten von Mitarbeitern, Kunden und Fans zu entdecken. So, und jetzt wünsche ich viel Spaß und Vergnügen mit Sennheiser und einer neuen Ausgabe von Happy Endzeit. Willkommen zu Happy Endzeit, dem Podcast vom Tonspion. Wir lieben Popmusik, wir lieben Popkultur und deshalb sprechen wir hier darüber. Welchen Einfluss hat die aktuelle Situation auf die Kultur und wie wird diese in Zukunft aussehen? Mein Name ist Markus Mötz und mein heutiger Gast versucht seit vielen Wochen mit tatkräftiger Unterstützung von Kollegen und Partnern die Popkultur zu retten. Wie? Mit der Initiative United We Stream. Ins Leben gerufen von der Clubkommission, dem Verband des Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter e.V. Ich freue mich sehr auf Pressesprecher und Mitglied des Vorstandes Lutz Leixenring. Hallo Lutz. Hi. Lutz, wie wichtig ist denn überhaupt die Rettung von den Clubs? Wie wichtig ist die Rettung der Clubs? Naja, ich glaube, die Clubs haben tragen einen ganz wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft bei. Also das, was wir als spannende Metropole erleben, das, was wir denken, was so kleinteilige Kultur ist, vielleicht etwas unkonventionell, vielleicht auch mal nicht ganz so konform mit der restlichen Stadtgesellschaft, das ist eigentlich das, was so die Clubszene ausmacht. Und wenn das weggeht, dann was haben wir denn dann noch? Dann haben wir nette Galerien und vielleicht noch Einkaufsmöglichkeiten en masse und wahrscheinlich auch die gleiche Kaffeekette an jeder Ecke. Also ich glaube, das ist sehr prägend für die DNA von einer Stadt, was die Clubszene angeht. Und deswegen hat es eigentlich so drei Aspekte. Das eine ist eben dieser ästhetische und kulturelle Faktor. Dann hat es natürlich auch einen sozialen Aspekt, weil es auch ein Raum ist für bestimmte Gruppen, für marginalisierte Gruppen natürlich auch. Und dann darf man auch nicht unterschätzen, in Berlin arbeiten über 9000 Menschen in der Clubszene. Das heißt, es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ja, da kommen wir auch gerne später nochmal drauf zu sprechen, gezielt. Gerade Berlin lebt ja wahrscheinlich auch dann von dem Tourismus, von den Leuten, die extra für die Clubs auch in die Stadt kommen, oder? Ja, also die Studie, die wir gemacht haben 2019, die hat eigentlich gezeigt, dass 70% der Clubbesucher in Berlin aus Berlin und aus Brandenburg kommen. Also 70%. Das heißt, wir reden schon von einem größeren Anteil, der von Touristen oder von Gästen außerhalb der Stadt sind. Aber dadurch entsteht, glaube ich, aber auch eine interessante Mischung, weil natürlich Berlin auch sehr anziehend wirkt, sehr ein Magnet ist für ganz unterschiedliche Charaktere und Menschen und Hintergründe. Und ich glaube, da kommt nochmal das gewisse Etwas in die Clubräume rein, wenn da die Besucher da sind. Ja. Was ist denn dein ganz persönlicher Ansporn zu sagen, ich leiste aktiv meinen Beitrag zur Rettung der Clubs? Also ich meine, also das Thema Nachtleben und Clubkultur, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich habe direkt nach dem Abi schon angefangen, eine kleine Eventagentur zu gründen. Wir haben Hip-Hop-Konzerte organisiert, damals so deutscher Hip-Hop, haben Street Art und auch Streetball-Turniere organisiert. Dann habe ich eine Internetseite gegründet, die eine der ersten war, die sich mit dem Nachtleben beschäftigt hat, also über ganz Deutschland hinweg, und zwar mit usergeneriertem Content, also wo keine Redakteure im Hintergrund sind, sondern die Leute selbst veröffentlichen. Das war 1999. Und habe dann auch 6 Jahre lang einen Club betrieben, bis 2010 auch ein Restaurant gehabt, über 3 Jahre, wo ich beteiligt war. Und 2009 bin ich dann gefragt worden von der Clubkommission, ob ich Interesse hätte, mich hier als Sprecher aufstellen zu lassen, weil sie haben jemanden gesucht, der eben jetzt keinen eigenen Club mehr betreibt und dadurch eben auch keine Interessenskonflikte bestehen, wenn du dann für alle sprichst.
muss natürlich auch eine größtmögliche Unabhängigkeit haben. Also mein Leben ist sehr geprägt von dem Thema Clubkultur und ich mache das mittlerweile auch auf internationaler Ebene und berate da Städte, Stadtverwaltung, Initiativen von Tokio über New York bis Detroit. Also wir sind da sehr weltweit vernetzt und wollen natürlich auch das, was wir in Berlin entwickelt haben und auch an Infrastruktur und Netzwerk aufgebaut haben, auch dass andere Städte davon lernen können. Ja, und wie schätzt du die Situation oder wie bekommst du die Situation mit anderer großer Metropolen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, London, Paris, Tokio, New York? Ja, also überall haben natürlich jetzt gerade in der Krise gibt es natürlich viele Branchen und Unternehmen und Initiativen, die gerade Unterstützung brauchen. Und wenn du dann nicht ein sehr gut aufgestelltes Team hast, Studien vorweisen kannst, Zahlen hast, Umfragen machen kannst mit deinen Stakeholdern, dann bist du einfach ganz hinten in der Nahrungskette und hast dann eben nicht diesen Einfluss, dass eben auch irgendwelche Rettungspakete die Clubs und überhaupt das Nachtleben auch mit den Künstlern dahinter und so weiter berücksichtigt. Und da denke ich, sind wir in Berlin Jahre voraus und andere Städte, da ist jeder quasi, kämpft sich alleine durch, muss Rücklagen haben. Und ja, je länger die Krise natürlich dauert, desto mehr werden wir dann auch sehen, dass sich das Nachtleben auch drastisch dort in diesen Städten verändern wird, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, mit staatlicher Unterstützung ja, das bis ans andere Ufer zu retten. Ja, aber hast du da auch das Gefühl, wenn du dich jetzt mit Clubbetreibern oder Initiativen austauscht, dass da auch gerade ein Umdenken stattfindet oder gezwungenermaßen auch stattfinden muss, dass eine neue Infrastruktur gerade auch entsteht, inspiriert beispielsweise durch dich? Ja, tatsächlich ist unser Streaming-Projekt United We Stream auch ein Teil dessen. Wir versuchen zum einen eine Plattform zu sein, die erstmal sagt United. Also wir wollen zusammen etwas erreichen, zusammen Spenden sammeln. Da muss man sich sozusagen schon als Mitbewerber oder auch wenn man sich vorher Spinnefeind war, dann doch mal an den Tisch setzen und wenn es auch nur der virtuelle Tisch ist, aber dann ist man eben gemeinsam in einem Boot. Zum anderen gibt es jetzt auch überall Initiativen, die nach dem Vorbild der Clubkommission sich da in den Städten gründen. Das hat auch schon vor ein paar Jahren angefangen. Allerdings merkt man jetzt, dass es halt viel mehr Zulauf bekommt, viel mehr Unterstützung erhält, weil man eben sieht, wie wichtig das ist, gerade in Krisenzeiten, dass man da zusammenarbeitet und an einem Strang zieht. Vielleicht kannst du mal euer Konzept kurz erklären von United We Stream, aber vielleicht auch von United We Talk. Ja, United We Stream haben wir gestartet am Tag des Lockdowns, am Freitag, den 13. März, und haben dann uns entschieden, okay, wir sind jetzt kommt sozusagen eine große Welle auf uns zu und wir müssen uns jetzt wirklich was gemeinsam überlegen. Und natürlich ist die Initialzündung von vielen gewesen, oh, wir werden jetzt mal aus unserem Club streamen und wir werden auch Spenden sammeln. Und da haben wir gesagt, Leute, lasst uns das mal zusammen machen. Es kann dann auch zusätzlich jeder auch seine eigene Kampagne machen, aber dass man zumindest mal nach außen auch symbolisiert, hier schlägt sich nicht jeder alleine durch, sondern wir sind hier alle zusammen. Und haben eben dieses Projekt gestartet und innerhalb von 5 Tagen auch gelauncht. Die Webseite ging also dann am 18. März online. Und gleich mit großen Partnern, und da hat sich eben auch das Netzwerk, das wir aufgebaut haben, bewährt. Da war dann Arte Concert gleich im Boot, die streamen. Die helfen uns sozusagen an der, auch gerade was die Rechte angeht. Musikrechte ist ja ein großes Thema auch beim Streaming. Und so ein öffentlich-rechtlicher Sender hat da eben mit allen entsprechenden Rechteinhabern eine Vereinbarung. Ja, und jetzt senden wir jeden Abend ab 19 Uhr, an manchen Tagen auch tagsüber schon ab 15 Uhr. Immer aus einem anderen Club, immer in diesem Kontext Künstler in einem leeren Raum. Und haben es dadurch eben auch geschafft, recht große Sichtbarkeit herzustellen seit Tag 1 der Krise. Wir sind von Tagesschau über Heute Journal bis hin zu Forbes Magazine, New York Times und sowas erwähnt worden. Und es zeigt einfach, dass es uns geholfen hat, gerade auch auf der politischen Ebene dann besser anzukommen, mehr im Dialog zu sein, als wenn wir das eben diese Aufmerksamkeit eben nicht generiert hätten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, man kann euch verfolgen unter anderem auf Arte. Wie ist das im Netz? Also auf eurer Seite natürlich, United We Stream, aber sicherlich auch in den sozialen Netzwerken, ne? Genau, man hat also auf unserer Webseite unitedwestream.org, da kann man mittlerweile auch sehen, dass dieses Projekt gewachsen ist. Wir haben uns also weit über die Grenzen von Berlin hinaus andere Städte noch mit einbezogen in das Konzept. Die haben alle ihre eigene kleine unitedwestream-Webseite bekommen. Das sind mittlerweile 45 Städte in 13 Regionen. Deutschland ist schon ziemlich gut abgedeckt, aber haben jetzt mittlerweile eben auch Amsterdam, Madrid, Stockholm kommt jetzt in wenigen Tagen. Manchester streamt ganz tolle Musik vor allem Hausbereich. Also das kann ich nur euch ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Du hattest noch erwähnt, dass wir auch Unite We Talk, wir haben noch viele andere Formate, wir haben Unite We Talk, Unite We Dream. Wir haben angefangen, so kleine Podcast-Formate, Talk-Formate noch zu entwickeln, weil eben für uns wichtig war, wir können zwar die Musik als ersten Aufmerksamkeitsfaktor nutzen, aber wir müssen natürlich auch mit Inhalten kommen. Und Clubkultur hat eben weit mehr zu tun als eine reine Party, einen DJ und eine Tanzfläche. Bei uns geht es eben auch darum, den politischen, gesellschaftlichen Kontext zu diskutieren, auch zu mobilisieren, wenn es notwendig ist in einer Gesellschaft, weil wir sind die Speerspitze einer Gesellschaft, wir sind progressiv, und das müssen wir uns sozusagen auch in diesem Format widerspiegeln. Und genau, Unite We Talk ist momentan noch sehr Berlin fokussiert, aber wir weiten das eben auch auf andere Städte auf, die eben jetzt auch Lust haben, diese Plattform zu nutzen, um darauf eben auf ihre Sorgen und Nöte in ihrer Stadt auch aufmerksam zu machen. Ja, sehr schön. Wie kommt ihr denn überhaupt an die Künstler bzw. an die DJs? Ich könnte mir vorstellen, bei eurer enormen Reichweite, die ihr binnen kurzer Zeit aufbauen konntet, kommen die Künstler längst zu euch, oder? Ja, das ist Fluch und Segen mit einer Klappe, weil wir natürlich gar nicht das Team haben, um alle Anfragen, die da kommen, zu bearbeiten. Wir verweisen die immer an die Clubs, weil wir sagen, erstmal wollen wir die Orte sichern mit dieser Kampagne. Das ist unsere sozusagen erste Prämisse. Wir müssen gucken, dass wir auch diese Bühnen der Stadt über die Krise hinweg helfen. Und erst wenn wir die Bühnen haben, können natürlich auch die Künstler in Zukunft dort auch weiterhin ihre Spielflächen haben. Also deswegen war für uns eben wichtig, da einen Fokus drauf zu legen. Und das erleichtert uns natürlich auch die Arbeit, weil es deutlich weniger Menschen sind, mit denen wir uns dann austauschen müssen. Aber klar, uns kommen viele Clubs, viele Künstler, und das Programm wird vorwiegend von den Clubs und von den Veranstaltern, mit denen wir zusammenarbeiten, gestaltet. Das heißt, wenn ihr Künstler gerade zuhört, dann wendet euch an eine Location, mit der ihr schon sehr eng zusammenarbeitet, und die sollen sich sozusagen dann mit einem Programm bewerben. Ja, so, und jetzt funktioniert das Ganze, indem die Leute, die zu Hause das sich anschauen, anhören, die Möglichkeit haben zu spenden. Wie viele Spendengelder sind denn bis heute, Stand 21. Mai 2020, eingegangen? Naja, die genaue Summe habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber wenn man jetzt alle Städte zusammenzählt, die sich angeschlossen haben, sind wir wahrscheinlich schon knapp bei 1 Million Euro. Wow. Ja. Allerdings ist knapp die Hälfte davon dem Berlinern zuzuschreiben, weil wir eben auch sehr früh schon angefangen haben und viele der Städte jetzt erst in den letzten Tagen und Wochen dazugekommen sind. Aber es ist schon sehr beeindruckend, und das hilft uns definitiv nicht, die Clubs zu retten. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben allein für Berlin ausgerechnet, dass an Personal, Mieten, Leasingverträgen und so weiter ungefähr 10 Millionen pro Monat notwendig sind, um das am Laufen zu halten oder überhaupt sozusagen die Orte zu retten. Das schaffen wir mit dieser Spendenkampagne nicht, was wir allerdings schaffen. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Sind gerade bei denen, wo es richtig hart auf hart kommt, die Härtefälle, dass wir da intervenieren können, wenn zum Beispiel eine Kündigung droht oder wenn wirklich eine Mahnung schon mehrfach eingeflattert ist und die jetzt unbedingt beglichen werden muss. Dann schaffen wir es eben mit diesen Ressourcen da zu helfen. Und da sind auch alle sehr glücklich drüber. Ja, das heißt, ihr könnt in solchen Fällen dann auch als Sprachrohr für den jeweiligen Club dienen? Naja, als Sprachrohr dienen wir jetzt ja als Organisation, Clubkommission sowieso schon. Wir reden ja auch mit der Öffentlichkeit. Dieses Interview ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Wir reden mit der Politik stellvertretend eben für die vielen Clubs. Und wir haben dann wiederum E-Mail-Newsletter für unsere Mitglieder. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo über 130 Clubs und Veranstalter drin sind. Das heißt, wir versuchen ganz eng sozusagen auch die Information, die uns dann vorliegt,
weiterzugeben. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel mal eine Umfrage macht, wie ist aktueller Stand bei euch heute? Ja? Ja. Also wie viel Verpflichtung habt ihr gerade, wo drückt es gerade? Und wenn man diese Umfrage schnell umsetzen kann und dann der Politik weiterspielen kann und sagt, hier ist gerade dringend Handlungsbedarf, dann merken wir eben auch, dass die Politik dann auch bereit ist, uns zu helfen. Man sieht, da ist sozusagen eine seriöse Partnerschaft und Leute, die nicht mit irgendwelchen Milliardenbeträgen, Verlusten ankommen, sondern das ist sehr konkret, sehr speziell auf die derzeitige Situation runterzubrechen. Und dann merken wir eben auch, dass die Politik dann bereit ist, uns zu helfen. Wie werden denn die Spendengelder dann aufgedröselt für die jeweiligen Clubs? Ja, das ist ja in Berlin fast zu komplex, weil wir wollten es natürlich richtig machen und auch am fairsten, die fairste Möglichkeit uns da ausdenken. Das hat uns jetzt ein bisschen Zeit gekostet, dann auch diese Komplexität umzusetzen. Aber so grob gesagt läuft das so, dass die Clubs, die mitmachen, erstmal so eine Art Miete bekommen oder für die Umsetzung des Streams bezahlt werden aus dem Topf. Zu gleichen Teilen. Mhm. Also das ist dann egal, ob du jetzt ein großer oder ein kleiner Club bist und ob das mit deinem Line-Up jetzt 3 Künstler hat oder 10. Du kriegst da sozusagen einen Teil des Spendengelds. Der größte Teil geht allerdings über Anträge. Und dann haben wir eine Jury, eine 10-köpfige Jury, die auch sehr divers besetzt ist. Und die hat dann auch einen Kriterienkatalog, wo sie sozusagen Clubs nochmal einordnet, auch was ihren soziokulturellen Beitrag ist. Also, wenn jetzt ein Club auf uns zukommt, vielleicht würde man eher sagen, eine Diskothek, die die Charts hoch und runter spielt und nicht wirklich für den soziokulturellen Teil der Stadt viel beiträgt, dann wird die ein bisschen weniger aus diesem Topf bekommen, als wenn jemand sehr engagiert ist, sehr viele auch Talks hostet oder sich mit Kampagnen beteiligt oder eben auch ganz speziell für bestimmte experimentierfreudige Szenen einen Raum bietet. Da schaut eben die Jury nochmal genau drauf, weil das eben auch diese Orte sind, die wahrscheinlich ganz schwer haben werden, wieder neue Räume zu finden, wenn sie die einmal verlieren sollten. Wie sieht das denn aus mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Clubs? Wenn jetzt Club XY sagt, bei uns sieht es gerade so und so aus, überprüft ihr das dann und sagt ihr, okay, dann sollte man auf den Club ein besonderes Augenmerk legen, wenn es um die Vergabe der Spendengelder geht? Ja, also erstmal merkt man natürlich, wer da diesen Antrag stellt, der hat natürlich erstmal auch eine gewisse Berechtigung. Das weist dann der Club auch nach, indem es vielleicht ein Statement gibt vom Steuerberater oder so. Also wir versuchen schon, das zu validieren. Allerdings ist uns auch klar, dass jetzt gerade aktuell uns niemand irgendwas vormachen kann. Es ist gerade Berufsverbot. Wir sind alle zugeschlossen, wir können keinen einzigen Cent verdienen gerade. Das heißt, dass da irgendjemand dabei ist, dem es jetzt gerade super gut geht und bei uns mal lustig Anträge schreibt, das ist eigentlich nicht zu vermuten. Deswegen, also es geht nicht um die Mega-Beträge, also da bekommen eben die Clubs vielleicht so einen Betrag raus, um vielleicht eine halbe Monatsmiete mal zu bezahlen. Aber das ist eben doch sehr hilfreich und viele Clubs, die auch ihre eigenen Spendenkampagnen gestartet haben, das hilft denen gerade sehr viel weiter, um eben den Raum, vor allem die Grundkosten, die jetzt gerade so entstehen, decken zu können. Ja, das ist dann die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe, wie ihr ja auch selber sagt. Wie könnte denn aus deiner Sicht eine umfassende politische Lösung aussehen, um Clubs vor dem Aus zu bewahren? Ja, die sieht schon so ziemlich genau aus, so wie sie jetzt gerade eingespurt wurde in den letzten Wochen. Hat alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns das erhofft hatten, aber das ist nun mal so. Wir sind in einer Krise, die ganze Gesellschaft betrifft und da sind wir nicht die Ersten, die sozusagen davon profitieren können, dass es solche Töpfe gibt. Aber vielleicht mal so aufgelistet, es gibt mittlerweile 5 verschiedene Soforthilfeprogramme bei allen diesen Programmen haben wir in irgendeiner Form haben Clubs Möglichkeiten gefunden, davon zu profitieren und dass es sozusagen auf sie zugeschnitten werden kann. Es fängt an mit Kurzarbeitergeld, also dass man eben erstmal die ganzen Personalkosten, die man hat, auslagern kann an die Arbeitsagentur. Dann geht es um die Soforthilfe, gab es in Berlin die Soforthilfe für Kleinunternehmer, für Solo-Selbstständige, also bis 10 Mitarbeiter. Das waren dann zwischen 5 und 15.000 Euro, was auch super hilfreich war, weil ganz viele
die nicht direkt angestellt waren, aber trotzdem für den Club gearbeitet haben, als Grafiker, als Tonmensch oder auch eben auch Künstler, die haben die Möglichkeit gehabt, dann ziemlich schnell mit dieser Soforthilfe über die Runden zu kommen, zumindest mal für die ersten 2, 3 Monate. Das nächste Paket waren dann Darlehen. Das war dann schon ein bisschen komplizierter für Clubs, weil sie meistens auch nicht langfristige Mietverträge haben oder auch keine hohen Margen, dass man also so ein Darlehen auch einfach wieder zurückbezahlen kann. Aber beim einen oder anderen hat dann doch auch so ein KfW-Kredit geholfen. Dann kam das Soforthilfepaket 4, was sogar richtig auf die private Kulturszene der Stadt zugeschnitten war. Das waren 30 Millionen, die konnte man letzte Woche beantragen. Da ging es eben um wirklich bis 25.000 Euro direkt Soforthilfe, um Mieten auch zahlen zu können. Also ich will nicht sagen, dass die Clubs damit gerettet sind, aber das hilft jetzt gerade eben, Liquidität zu schaffen. Auch wenn uns das Geld wahrscheinlich spätestens im August, September wieder ausgeht, so unsere Kalkulation, hat es erstmal sozusagen allen, die uns weit bekannt sind, etwas Luft verschafft. Sehr gut. Wie kann ich denn jetzt meinen Lieblingsclub unterstützen, mal abseits von den Spendenmöglichkeiten über zum Beispiel United We Stream? Ja, also jeder einzelne Club hat auch die ein oder andere Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ich glaube, das kann ich euch immer ans Herz legen. Schaut doch mal da vorbei. Ihr könnt da Merch kaufen. Ihr könnt auch einfach nur Geld spenden. Ihr könnt vielleicht auch ein Ticket schon kaufen für ein Festival oder eine Veranstaltung, die in ein paar Monaten stattfinden soll. Also schaut mal, was in euren Möglichkeiten ist. Da vor allem Liquidität zu schaffen und auch zu symbolisieren, hey Leute, wir glauben an euch und wir unterstützen euch da und da, da helfen auch 10, 15 € Beträge wirklich uns sehr viel weiter. Wir haben jetzt auf United We Stream knapp 15.000 Einzelspenden in Berlin. Das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute sich da mit kleinen Beträgen beteiligen, was dann am Ende auch eine große Summe macht. Was würdest du denn aktuell DJs ohne Auftrittsgelegenheit raten? Also sich wahrscheinlich an euch beziehungsweise an die Clubs zu wenden, die dann über euch streamen sicherlich, aber welche anderen Möglichkeiten siehst du denn noch? Ja, ich glaube, die Künstler und die DJs, die können wir über so eine Kampagne gar nicht abfangen, weil es einfach zum einen zu viele sind und zum anderen können wir auch wirklich nicht in die einzelnen Buchhaltungen der Künstler gucken, um zu schauen, ob die wirklich antragsberechtigt sind. Also wenn ich jetzt ein Club bin und jeden Monat mehrere 10.000 € Miete bezahlen muss, dann ist es uns ziemlich klar, dass da jetzt gerade Not am Mann ist bei einem Künstler, der vielleicht auch schon aus seiner Privatwohnung vielleicht auch Rücklagen geschaffen hat. Da können wir diese Prüfung gar nicht durchführen. Aber uns ist klar, dass es gerade sehr, sehr vielen, gerade der experimentellen Szene, auch den, sag ich mal, Halbprofis in der Szene auch gerade ziemlich schlecht geht, weil sie eben jeden Auftritt verloren haben und wahrscheinlich auch für die nächsten Monate nicht haben werden. Und so blöd das klingt, aber das Einzige, was jetzt gerade denen hilft, ist eine soziale Absicherung dann durch staatliche Mittel. Und da haben wir ein soziales Netz zum Glück in Deutschland. Das kann man wirklich gerade nicht höher schätzen, wertschätzen, weil man eben auch sieht, wie das den Künstlern zum Beispiel in New York oder in anderen Ländern gibt, wo eben so ein soziales Netz nicht besteht. Ja, das wollte ich dich gerade fragen, weil du hast ja die Einblicke und kannst dann auch direkt vergleichen. Wie ist es beispielsweise in New York oder anderen Städten, wo es eben nicht dieses soziale Netz gibt? Die Künstler haben doch in der Regel wahrscheinlich auch keine großen Rücklagen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie funktioniert das da? Das ist eine katastrophale Situation. Es gibt natürlich schon etwas wie soziale Hilfe, das ist aber so minimal, dass man da gerade mal vielleicht seine Miete mit bezahlen kann, wenn überhaupt. Also die leben wirklich von der Hand in den Mund, wenn die ja keine Rücklagen haben. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Also jetzt fängt vielleicht mit der Teilöffnung auch wieder an, dass man da vielleicht jobben kann irgendwo, aber das war also desaströs für die letzten Wochen. Also da haben auch viele ihre Familie um Hilfe gebeten, haben sich untereinander unterstützt. Also ich glaube, Solidarität ist eben jetzt auch gerade in diesen Zeiten sehr groß geschrieben. Und ich kann nochmal auch an euch appellieren, wenn ihr in eurem Umfeld Leute habt, denen es jetzt gerade nicht gut geht, die in Isolation sind und sich wirklich nicht wohlfühlen oder eben auch finanzielle Sorgen haben und ihr habt da ein paar Euro übrig, dann helft euch untereinander, weil es ist tatsächlich so, dass es
Künstlern beispielsweise, die in Asien sind, mit denen wir gerade auch über die Netflix Stream sprechen, dass wir das dorthin expandieren. Die sind komplett auf sich allein gestellt und das ist schon eine katastrophale Situation. Wie wird das denn jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten aussehen? Du hattest es gerade so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt diskutiert wird, wann Clubs wieder öffnen können, unter welchen Bedingungen. Wie siehst du das denn? Weil ich könnte mir vorstellen, so ein Clubabend mit Abstandsregeln würde doch nie und nimmer funktionieren, oder? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin da auch ein bisschen demütiger als der eine oder andere oder die andere, die sich gerade da in sozialen Netzwerken äußern, was jetzt das Richtige ist zu tun. Also ich habe mich bis vor 8, 9 Wochen noch nie mit Epidemien und Pandemien beschäftigt. Und mich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich weiß jetzt, bin jetzt der Prophet und weiß, wie jetzt wieder Clubs eröffnen. Also eins weiß ich, in den Clubs selbst ist es fast unmöglich, auf einer Tanzfläche in einem engen Raum ohne eine besondere Belüftung. Selbst wenn man da Masken tragen würde, da eine Sicherheit zu garantieren, das ist nicht möglich. Das heißt, Clubs sind definitiv, und das hat ja auch die Anfangszeit der Epidemie in Berlin gezeigt, sind mitunter sehr gute Überträger dieses Viruses, weil man das eben nicht ausschließen kann, Abstandsregeln nicht einhalten kann. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und ich sage in solchen Situationen, wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft, wir haben Expertisen aufgebaut. Es gibt Menschen, die sich seit Jahrzehnten, wenn man jetzt mal das für die Wissenschaft sagt, seit Jahrhunderten mit der Bekämpfung von Viren und Epidemien beschäftigen. Und bin da sehr, sehr skeptisch, wenn Menschen sagen, sie haben jetzt gerade ein YouTube-Video gesehen und können sich jetzt da öffentlich dazu äußern. Aus meiner Sicht, wir sind da abhängig von politischen Entscheidungen. Ich möchte auch nicht in der Haut stecken von Politikern heutzutage, die solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen müssen und habe da völligen totalen Respekt davor, dass sie das machen auch und dass sie die Verantwortung übernehmen und dass sie es vor allem auch jetzt nicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen machen, sondern dass sie eben auch den Menschen im Fokus haben. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen in unserer Gesellschaft, weil ich hätte auf jeden Fall einen Aufschrei gegeben, wenn das, also wir gehen hier über Leichen, nur um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Also da denke ich, muss man darin tut auch einen großen Respekt vorzollen. Das heißt, aus Sicht der Clubs, wir fahren hier auf Sicht, wir öffnen jetzt gerade Außenbereiche, ganz vorsichtig, als Biergarten können die Clubs mit Hintergrundmusik bespielen, den Leuten einen Raum geben, wo sie sich treffen in ihrer Community, aber eben gefeiert wird eben auch noch nicht hier. Und jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Den Sommer werden wir, glaube ich, noch überstehen und jetzt müssen wir hoffen, dass es im Herbst und im Winter in irgendeiner Form vorangeht. Ja, gut, lieber Lutz, dann ist es jetzt an der Zeit, mal zu unserer kleinen Rubrik zu kommen. Bitteschön. Favorit Endzeit. Es geht um die Rubrik Favorit Endzeit und da möchte ich dich gerne fragen, was denn deine Musik ist, die dich jetzt gerade momentan so durch die Corona-Zeit begleitet, die du vielleicht auch weiterempfehlen kannst. Ha, Musiktipps. Das in Zeiten von Spotify, wo der Algorithmus einen so gut kennt mittlerweile. Ich bin zu Hause jemand, der hört sehr melodische elektronische Musik. Ich freue mich über DJ Cozy. Ich freue mich über Musik, die mich vor allem sozusagen so ein bisschen in den Tag rein begleitet, wo ich aber trotzdem noch im Hintergrund arbeiten kann oder auch Gespräche führen kann. Ja, also mein Mix der Woche ist mein absolutes Highlight. Ich entdecke immer wieder neue Musik. Und das kann eine ganz, ganz große Mischung sein, auch mal ein bisschen härtere elektronische Musik zwischendrin. Tom Drago zum Beispiel, ein guter Freund von mir aus Amsterdam, der auch wieder mal neue Musik schickt. Solche Sachen, die begeistern mich gerade und ja, aktuell, ich schaue mal kurz meine Playlist rein. Nicholas Jar, Till von Sein, auch ein guter Bekannter von mir hier vom Suol-Label. Oliver Shorys, ja, ich glaube, wer mal meine Playlist anschaut, der wird begeistert sein. Oder dass ich die selbst zusammengestellt habe. Das ist eine öffentliche Playlist von dir auf Spotify? Ja, ich habe die jetzt gerade in den letzten
Tagen und Wochen erweitert. Okay, super. Wie heißt die Playlist? Die heißt Rhythm bei Revolutz. Bei Revolutz, okay, ja, wie passend. Das möchte ich gerne mal als kleine Brücke dafür nutzen, dass ihr da draußen auch gerne eure Veranstaltung bei uns auf der Seite des Tonspions eintragen könnt. Also eure Online-Streamings beispielsweise, oder nicht nur beispielsweise, sondern die finden ja de facto gerade statt, könnt ihr alles reinpacken auf unsere Seite und dann wird das auch entsprechend wahrgenommen da draußen. Wie ist es eigentlich bei euch auf unitedwestream.org? Da findet man auch sicherlich eine schöne Übersicht, ne? Wer wann wo zu sehen und zu hören sein wird. Ja, also es gibt ein Archiv, wo man sich die ganzen Streams der letzten Wochen ansehen kann. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die Ankündigung, die findet ihr entweder auf der Org-Seite oder eben auf den einzelnen Unterseiten der jeweiligen Städte. Super. Lutz, dann sind wir auch schon am Ende angelangt von Happy Endzeit. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Du hast einen straffen Zeitplan, das habe ich mitbekommen. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich drück mal weiterhin fest die Daumen. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Ausblick Blick geben, wie es jetzt weitergeht mit United We Stream. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ihr weiterhin fleißig streamt, so lange, bis eben dann auch der letzte Club geöffnet hat, oder? Ja, also wir haben jetzt erstmal keine Limits gesetzt, sondern im Gegenteil, wir erweitern das Konzept. Es werden jetzt neue Städte ongeboardet, wie man so auf Neudeutsch sagt. Wir haben jetzt nächsten Tagen kommt Stockholm an den Start. Wir hatten jetzt gerade letztes Wochenende Madrid gelauncht und was auch ganz toll wird eine Asienseite, wo wir Städte abdecken wie Bangkok, Singapur, Ho Chi Minh City und die Szene sich dort eben auch auf United We Stream präsentieren wird. Dann ist es doch umso wichtiger, da einfach mal vorbeizuschauen auf eure Seite. Dann drücke ich ganz fest die Daumen, dass ihr weiterhin so erfolgreich streamen könnt und ordentlich Spendengelder einwerben könnt. Und wir hören uns in einer Woche wieder an derselben Stelle. Bis dahin, macht's gut und vor allem bleibt gesund.